Gut. Genau, was sollte ich noch sagen? Die Zwischenablage, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wenn man Gegner tötet, kassiert man auch Gegenstände. Das Loot, das wird mittlerweile automatisch aufgenommen. Ganz früher war es auch mal anders, da musste man es tatsächlich immer so aufnehmen. Und seitdem das automatisch aufgenommen wird, gibt es diese Zwischenablage. Wir können bis zu 50 Gegenstände rein. Das ist wirklich eine sehr bequeme Neuerung, die man damals reingebracht hatte. Ist schon eine ganze Weile her. Also Neuerung will ich es nicht unbedingt nennen. Ist eine sehr bequeme Sache, weil man erstens nicht mehr zu den Gegnern hingehen muss, wenn man sie mit Fernkampf getötet hat. Und zweitens kann man viel mehr Sachen sammeln. Denn wir sehen, mein Inventar ist jetzt ziemlich groß mit 5 Beuteln. Das liegt aber auch daran, dass ich schon einiges investiert habe in dieses Spiel. Und dadurch auch Beutel mit dazu kriege. Wobei, ich sag mal so, die Beutel sind nicht dazu gekommen, dass ich Geld reingesteckt habe, sondern es gab mal einen Monat lang kostenlosen VIP-Status und da hat man 5 Beutel gekriegt. Normalerweise bei einem kostenlosen Konto hat man 3 Beutel. Und dann wird es mit der Zeit tüchtig eng. Da ist es sehr schön, wenn man hier zumindest vorübergehend 50 Gegenstände mehr aufnehmen kann. Allerdings sehen wir schon, die sind bloß eine Stunde lang haltbar. Deswegen muss man immer, wenn man einige Streifzüge macht, auch mal zu dem Händler zurückkehren, sonst verfällt der ganze Spaß. Cornelius Strohlehm ist ein Verräter? Die Gefahr hat euch früher gefunden, als ich befürchtet hatte. Sei still, ich rede hier. Ihr seid viel früher auf Gefahren gestoßen, als ich vorausgesagt habe. Es klingt ganz so, als ob es Cornelius Strohlehm schon auf euch abgesehen hatte, bevor ihr angekommen wart. Wie konnte er von euch wissen, wenn er auf seinem Posten war? Und woher wusste dieser Schwarzwold, dass ihr kommen würdet? Ich danke euch dafür, dass ihr solch ein Risiko auf euch genommen habt, um mir das Königskraut zu bringen. Ich werde über dieses Rätsel nachdenken, während ich die Salbe für Amdir herstelle. Ich weiß nicht, welche Gefahr derzeit die größere ist. Cornelius Strohlehms Verrat oder die Ignoranz von Hauptmann Farnbach. Gut, dass es er jetzt erzählt hat, lasse ich mal weg. Wenn Cornelius Strohlehm sein bester Kämpfer ist, wird er nicht glauben, dass er versucht hat, euch in einen Hinterhalt der Schwarzwolds zu treiben. Ich habe etwas herumgefragt, während ihr fort wart, und erfahren, dass ein Schwarzwoldräuber dort drüben auf der anderen Straßenseite am Pranger steht. Er wurde wegen Straßenräuberei verhaftet. Ihr solltet ihn über Cornelius Strohlehm ausfragen. Das machen wir sehr gern. Und ab diesem Zeitpunkt gibt es immer noch keine Quests. Normalerweise gibt es hier drüben Quests von Celandine und Mundo. Aber ich glaube, die kommen dann erst, wenn wir das hier abgearbeitet haben. Ich glaube, das kommt mir gerade nur so lang vor, weil ich normalerweise das natürlich nicht vorlese. Und dann geht das Ganze ein Stück schneller. Ey, ihr da, lasst mich gehen. Cornelius Strohlehm kann für mich bürgen. Ja. Wir sind natürlich ein ganzes Stück langsamer, wenn wir jetzt das Ganze alles lesen. Aber ich möchte es natürlich vorlesen, weil es sonst ein bisschen blöd kommt, wenn ich das nur wegklicke. Lasst mich gehen! Ich bin ein Freund von Cornelius Strohlehm und außerdem unschuldig. Dieser dumme Gefängniswärter will einfach nicht hören. Otto wird ruhig, als ihr ihm erzählt, dass ihr über Cornelius Strohlehms Verrat Bescheid wisst. Also denkt ihr, ihr würdet den Plan kennen? Spielt euch nicht so auf. Es ist schon zu spät. Unten im Süden hat der Krieg bestimmt schon längst begonnen. Bald werde ich frei sein und ihr werdet derjenige sein, der am Pranger steht. Oder gar Schlimmeres. Otto weiß, dass Cornelius Strohlehm mit den Schwarzwolds unter einer Decke steckt. Und eigentlich sollte es der Gefängniswärter gehört haben. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Es ist schön, euch kennenzulernen, Algier. Ich habe gesehen, dass ihr Otto befragt habt. Bedeutet dies, dass die Gerüchte wahr sind? Ja, ich glaube eure Warnungen. So etwas gab es noch nie, aber alle Zeichen deuten darauf, dass die Schwarzwolds uns angreifen wollen. Aber wie sind sie dazu nur in der Lage? Wenn Farnbach euch nicht glaubt, dürft ihr ihm gerne sagen, dass ich es zumindest tue. Hugo Baumschneider denkt auch, dass Arschet in der Gefahr ist und er ist der Erste damit, der das tut. Ist das nicht ein Traum? Wie könnt ihr das sagen? Cornelius Strohlehm ist mir gegenüber schon seit seiner Zeit als kleiner Junge loyal. Das ist eine ernste Anschuldigung, Algier. Cornelius Strohlehm hat mir und dieser Stadt treu gedient, seit er ein kleiner Junge war. Es wäre wohl ratsam, eurer Behauptung nachzugehen. Spricht Hugo die Wahrheit über seinen Gefangenen? Wenn ja, wäre es klug, Ottos Drohung über die Gefahr im Süden zu untersuchen. Ich werde Cornelius Strohlehms lebenslange Treue nicht anzweifeln, wenn er keine Beweise zum Gegenteiligen gibt. Aber wenn ihr und Hugo mit euren Vermutungen recht habt, wird das für uns zu einer äußerst schlechten Situation werden. Karl Schönlings Hof befindet sich südlich von hier, nahe dem Tor zur Stadt Schlucht. Wenn etwas im Argen liegt, wird er davon wissen. Gut, machen wir uns auf den Weg zu Karl Schönlings Hof.
Und jetzt gibt es die Quests. Alles klar. Da ich ja erwähnt habe, ich möchte keine Nebenquests machen, lasse ich das erstmal außen vor. Ich nehme die nur kurz an. Das sieht jetzt heute so anders aus. Das werde ich jetzt auch nicht vorlesen. Also hier müssen wir Heidelbeeren sammeln, weil sie einen Tee für Amdi machen will, um ihn aufzumuntern. Hey, ihr da! Ich habe Hunger! Genau, Mundo ist mal wieder einfach nur egoistisch und hat Hunger und will was fressen. Das ist sag kein Beutlin, sage ich nur. Ne? Immer egoistisch. Gut, ist aber so. Und damit machen wir uns auf den Weg nach Süden. Diesmal machen wir die Reise mal zusammen. Wir können dabei mal unsere neuen Skills anschauen. Haltung der Stärke. Erhöht durch eure Schüsse verursachten Schaden. Schneller Schuss verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit des Feindes. Geschwindigkeit, Entschuldigung. Das lege ich mir mal hier oben hin, weil das eine Haltung ist. Aber ist die schon... Die ist schon ausgewählt. Sehr gut. Ja, die ist schon hier oben drin. Cornelius kann mich mal. Und der zweite Skill ist der Stachelpfeil. Euer Pfeil kann eine blutende Wunde zufügen, die geringfügig die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert. Sehr schön. Den lege ich mal hier auf die 4 und das dafür, auf die 3 und das dafür auf die 4. Damit wir alle Skills, die wir ohne weiteres benutzen können, hier vorne haben. Und alles, was irgendwie ein bisschen Fokus braucht, hier hinten haben. So, dann gehe ich mal hier querfeld ein, denn ich habe gerade den falschen Weg gewählt. Können wir noch mal ein bisschen in der Nähe von Brondes Zierbau vorbeigehen. Früher haben also die Dunedain hier über dieses Gebiet gewacht. Beziehungsweise, da waren sie noch nicht die Dunedain. Dieses Aussehen sozusagen haben sie erst angenommen, oder diesen Charakter haben sie erst angenommen, nachdem ihre Königreiche untergegangen sind. Während ich laufe, mal sehen, ob das klappt. Wir müssen ja eh gerade nur geradeaus laufen. Kann ich mal kurz zeigen. Wir haben hier Eriador und das Königreich von Arnor hat früher auch das Auenland mit inbegriffen. Das stimmt eigentlich, das war auch mit drin. Hauptsächlich aber Evendim, die Nordhöhen, Breland und die einsamen Lande und auch ein bisschen die Ettenöden. Allerdings gab es dann Erbprobleme, Erbstreitigkeiten. Ich weiß gar nicht, wo genau das anfing. Auf jeden Fall gab es dann drei Söhne, die das nicht alles dem Älteren überlassen. Also der Älteste wollte eigentlich alles haben, aber die Jüngeren wollten das nicht auf sich beruhen lassen. Deswegen hat der Älteste ein Reich hier oben bekommen. Das war, lass mich lügen, Artedain hieß das. Dann gab es eins hier in der Region Breland und ich glaube auch ein bisschen Auenland mit. Das war Cardolan. Und das dritte Reich an den Jüngsten ging hier drüben, der Osten, das war Rudaure. Und die Reiche waren auch so, Rudaure war das schwächste Reich, in dem gab es auch die wenigsten Numenore, also das wenigste numenorische Blut noch. Cardolan war das zweitstärkste und Artedain war, oh, ich bin schon da, war das Reich, das bis zum Ende standgehalten hat. So, wir sehen schon, die Schwarzwolds stehen hier und haben alles verbarrikadiert, aber zu denen sollen wir noch gar nicht. Wir gehen das mal hier rüber. Genau, also das war auch eine traurige Geschichte und die sind alle untergegangen durch eine Schlacht gegen den Hexenmeister von Angmar. Und der Hexenmeister von Angmar ist niemand anderes als der oberste Nazgul-Fürst. Genau, aber das werden wir alles noch kennenlernen, denn der erste große Teil der Hauptstory, Schatten von Angmar, dreht sich genau um dieses Reich da oben im Norden, das wieder zu erstarken scheint und Eriador bedroht. Ihr seid fremd hier, was? Ihr seid das Beste, das uns heute widerfahren ist. Ein Fremder, was? Wenn Farnbach euch geschickt hat, lasse ich euch herein. Ich fürchte, ihr seid das Beste, was uns heute den ganzen Tag passiert ist. Unsere größte Hoffnung beruht auf Hilfe von unseren Nachbarn aus Schlucht. Sie werden Archit nicht in die Hände von Räubern fallen lassen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ein paar Schwarzwolds haben uns heute Morgen angegriffen, aber wir haben sie in die Flucht geschlagen. Wir benötigen Hilfe aus Schlucht, der nächsten Stadt. Sie liegt südwestlich von hier, nur eine kurze Reise entfernt. Sie müssen sofort ihre Soldaten nach Archit schicken, um den Überfall zu verhindern. Bitte beeilt euch! Ich befürchte, die Schwarzwolds wollen schon heute Nacht angreifen. Die Straße wimmelt nur so von Räubern, aber ich bete, dass sie es dennoch sicher nach Schlucht schafft. Gut, wir sollen nach Schlucht gehen und die Hilfe annehmen. Bleibt einen Moment. Das nehme ich mal wieder bloß gerade mit an und mache das später mal oder werde es gleich mal machen, wenn ihr nicht dabei seid. Der junge Mann vermisst seine Kollegen, denn einige von Schößlings Hof sind verschwunden, einige Mitarbeiter, einige Knechte und er hat keine Ahnung, wo die sind. Ich kann es schon mal verraten, sie sind tot und zwar von den Schwarzwolds getötet. So ist das leider und der Durchgang nach Schlucht ist der hier unten und der ist zu, wie wir schon festgestellt haben.
Wollt ihr, dass die Einwohner von Schlucht euch helfen? Das einzige Tor ist blockiert. Arschet ist nun auf sich selbst gestellt. Ja, den Schwarzwolz, ja? Und besser nach Hause. Tja, das sieht schlecht aus. Da kommen wir nicht durch und deswegen müssen wir wohl zu Karl Schößling zurückgehen und ihm leider berichten, sieht schlecht aus, wir kommen nicht durch. Und damit haben wir im Prinzip auch schon, das werde ich auch nochmal kurz zeigen, das komplette Intro-Gebiet hier nach unten hin durchstreift. Hier oben haben wir noch die Jagdhütte, zu der wird es dann noch gehen. Viel mehr ist aber nicht jetzt hier erstmal im Intro-Gebiet. Natürlich gibt es noch ein paar Stories, die uns jetzt hier hin und her führen, aber wir sind schon so mittendrin. Also ich denke mal, die Hälfte haben wir schon geschafft vom Intro. Das darf nicht sein! Ich muss Farnbach sofort eine Nachricht senden! Blockiert? Nein, das kann nicht sein! Meine Männer sind erst gestern wegen einer Lieferung nach Schlucht gereist. Das sind schlechte Neuigkeiten an Aegir. Der Hauptmann muss sofort erfahren, was hier vor sich geht. Hier, nehmt diese Nachricht für Farnbach. Er kennt meine Handschrift. Er wird euch nun Glauben schenken. Gut, damit müssen wir ja wieder nach Arschid und Bericht erstatten. Diesmal wird Farnbach uns glauben. Allerdings mache ich an dieser Stelle mal eine kurze Unterbrechung, denn ich werde mal die Nebenaufträge mit abarbeiten, damit wir die Erfahrungspunkte nicht liegen lassen. Und ihr müsst die Reise ja nicht nochmal mitmachen. Wir haben sie ja schon nach Süden hin durchstreift hier die Lande. Und nach Norden hin mache ich das jetzt mal ohne euch. Also bis gleich in Arschid. Und da sind wir wieder in Arschid. Ja, ich habe jetzt mal kurz die kleinen Aufträge hier so nebenbei gemacht. Wie gesagt, die Leute von Schößlings Hof waren leider alle tot. Und alle in der Nähe eines Lagers der Schwarzwolds. In das wir uns gleich noch begeben müssen, soweit ich mich erinnere. Ich weiß gar nicht, doch, das gehört mir zum Hauptquest, glaube ich. Und ich habe für Selandin und für Mundo die Aufträge erledigt. Mundo wollte ja bloß Keilerfleisch haben, wollte was zu fressen haben, der alte Sack. Und Selandin hat ja die Heidelbeeren gewollt und hat daraus einen Tee gemacht. Den wollte Amdir nicht trinken, weil sein Magen es nicht vertragen hätte, hat er gesagt. Aber er hat lieberweise so getan, als ob er ihn trinken würde, damit Selandin nicht weiß, dass ihre Bemühungen umsonst waren, sozusagen. Allerdings sieht er immer bleicher aus. Wir sehen auch, er sieht nicht gut aus, ne? Wenn wir ihn uns da unten angucken. Er sieht ein bisschen blass aus. Da ist Aragorn doch von der Gesichtsfärbung her erheblich fideler. Gut, aber wir wollen jetzt zu Hauptmann Farnbach. Der steht hier drüben. Und dann wollen wir ihm mal die schlechte Kunde überbringen. Was habe ich getan? Farnbach liest den Brief von Karl Schößling mit leerem Gesichtsausdruck. Er liest ihn ein weiteres Mal und wendet sich euch erst dann zu. Ich war solch ein Narr. Was habe ich nur getan? So, wir nehmen die Hose. Ich kann gar nicht glauben, wie sehr ich mich geirrt hatte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie falsch ich gelegen habe. Ich habe Cornelius Strohlehm vertraut und seinen Rat einige Zeit lang befolgt. Selbst nachdem mein eigener Sohn mich zu warnen versuchte, dass er ein doppeltes Spiel spielt. Mein Sohn, John oder Jon, ich bleib mal bei John. Ist übrigens auch die Schreibweise von Jon Snow, glaube ich, bei Game of Thrones. Wenn ich mich nicht irre, ich weiß es aber nicht genau, weil ich Game of Thrones nicht mag und deswegen es nie gelesen habe. Mein Sohn, John, ist ein guter Jäger. Aber er hat seit mehr als 3 Jahren keinen Fuß mehr in die Stadt gesetzt. Er wird mir nie für die Dinge vergeben, die ich ihm an den Kopf geworfen habe. Oh, was bin ich nur für ein Narr. Ich habe ihm gesagt, er wäre in Arschid nicht willkommen, bevor er nicht aufhöre, sich wie ein eifersüchtiges Kind zu verhalten. Jetzt sind er und seine Jäger unsere einzige Hoffnung. Aber was kann ich nur tun? Er verdient es nicht, noch weiter in meine Dummheiten hineingezogen zu werden. Nein, Arschid muss diesen Sturm ohne Hilfe überstehen. Bei Farnbach beißt ihr auf Granit. Ihr solltet Streicher fragen, was zu tun ist. Wir können es uns denken. Hilfe holen. Übrigens habe ich auch mal den Umhang hier angelegt. Den haben wir bekommen auf Schößlings Hof. Ja, sieht jetzt nicht so geil aus. Aber wir haben ja jetzt auch noch die Hose zum Anlegen. Kann sein, dass sie genauso aussieht wie vorher. Mal kurz schauen. Die alte. Ach nee. Ach stimmt, die sah ja so aus. Und die neue. Dann ist die also vollkommen irrelevant. Wenn man diesen Ringpanzer überlegt, dann hat man wahrscheinlich immer diese Hose an. Nur ein paar neue Schuhe wären geil. Aber ich glaube, es sind schon neue. Nee, das sind noch nicht die neuen. Siehst du mal. Ja, das sieht doch schon weitaus besser aus. Die passen auch weitaus besser, die Stiefel, als die alten. Gut, dann sehen wir jetzt schon ein bisschen kriegerischer aus, finde ich. Das gefällt mir schon ganz gut. Und neues Schwert habe ich übrigens auch noch gekriegt. Wir rennen jetzt mit 2 Schwertern rum. Das gab es bei Schößlingshof
dafür, dass ich die schlechte Kunde der toten Knechte überbracht habe. Verzagt nicht. Ihr habt euch gut geschlagen. Verzweifelt nicht, Algier. Ihr habt unglaublich gute Arbeit geleistet. Sogar bessere, als ich es gekonnt hätte. Ihr habt das Vertrauen von Hauptmann Farnbach gewonnen. Ihr müsst entgegen seines Wunsches mit seinem Sohn John sprechen. Ich muss bald abreisen und Arschid kann alle Hilfe gebrauchen, die es kriegen kann. Auch wenn der Stolz eines Vaters auf dem Spiel steht. Ich bin mir sicher, dass ihr es schaffen werdet, die Jäger zu überzeugen und dieser Stadt damit noch eine faire Chance zu geben. Ich muss mich allerdings beeilen. Amdir versichert mir, dass er nur etwas Ruhe brauche. Ob das so ist, ich weiß ja nicht. Bittet den verbannten Jäger, Arschid zu Hilfe zu eilen. Ihr müsst versuchen, John Farnbach entgegen seines Vaters Wunsch zu überzeugen. Das tun wir, aber ich möchte vorher nochmal ganz kurz zum Händler das ganze Zeug verkaufen, das wir haben. Ein paar Sachen sind es ja doch. Denn wenn wir jetzt aufbrechen, am Ende verfällt das Zeug. Und ich verpasse das hier, was zu verkaufen. Ihr? Da können wir schon mal ein bisschen Startkapital uns jetzt erwerben. Auch hier solche Bögen und sowas, das ganze alte Zeug. Auch die Pilze verkaufe ich jetzt mal mit. Das kann alles weg. Auch die Kellebrandsalben verkaufe ich. Übrigens nochmal kurz zur Erklärung, weil wir hier Kellebrandsalben und Attilas-Essenzen haben. Wir haben hier oben eine Gesundheits- und eine, ja, eine MP-Anzeige sozusagen. Also um das mal mit den Begriffen, wie sie bei Final Fantasy verwendet werden, zu sagen, HP und MP. Allerdings heißen die ja anders. Das hier oben ist die Moralanzeige, die grüne. Die sagt unsere, drückt unsere Gesundheit aus. Und die untere, was ein bisschen zur Verwirrung führen könnte, ist die Kraftanzeige. Das heißt, die Kraft drückt aus, wie viele Skills wir noch machen können, wie viele Skills wir noch verwenden können, während die Moral unsere eigentliche Gesundheit ist. Also erst wenn die Moral im Keller ist, sterben wir sozusagen. Unsere Kampfesmoral ist sozusagen entscheidend für das Spiel. Die Attilas-Essenzen sind grün, das heißt, sie stärken die Gesundheit. Attilas, haben wir schon kennengelernt, ist das Königskraut und ein gutes Heilmittel. Die Kellebrand-Salben, die stärken die Kraft. Der Kellebrand, den kann ich euch kurz zeigen. Ich weiß gar nicht, ist der eingezeichnet? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal schauen. Der Kellebrand heißt auch Silberlauf und fließt durch Lorien. Mal kurz hier drauf. Hier, der Kellebrand. Hier ist er doch. Das ist der Silberlauf. Der, hier oben heißt es noch Nanduhirion. Ach nein, Nanduhirion ist das Land. Genau, der Silberlauf fließt aus dem Spiegelsee östlich von Moria heraus und mündet in den Anduin. Und nimmt hier auch die Nimrodel auf. Unser Server heißt der Nimrodel, auf dem wir spielen. Zu der Nimrodel werde ich aber später nochmal was erzählen. Also Kellebrand oder auch Silberlauf, das ist ein Fluss in Lorien. Und nach dem ist das Ganze benannt. Das ist eine Sache, die mir zum Kellebrand einfällt. Ich verkaufe den jetzt übrigens mal. Die Attilas-Essenzen behalte ich mal für den Notfall. Brauchen wir theoretischerweise aber auch nicht. So, das ganze Zeug kann weg. Wir haben schon die besten Sachen ausgerüstet. So, und während wir mal rüberlaufen zu den Jägern, kann ich mal erzählen vom Kellebrand. Eine Sache halt ist, das ist der Silberlauf, was ich erzählen wollte dazu. Und das andere ist, auf der Ebene von Kellebrand, die ist wahrscheinlich dann südlich davon, ist der Treffpunkt der schwarzen Reiter, bevor sie ins Auenland kommen, Entschuldigung. Und zwar ist es so, dass 7 der 9 schwarzen Reiter, bevor sie ins Auenland kommen, in Minas Morgul sind. Das heißt, in der Festung, die Mordor vorgelagert ist, was ursprünglich mal Minas Ithil hieß. Also der Turm, der östlich von Osgiliath liegt, in Gondor, also in Ithilien. Deswegen auch Minas Ithil, große Überraschung. Genau. Das ist einer der 2 Türme sozusagen. Der andere, Minas Anor, wurde, nachdem Minas Morgul an die Bösen gefallen ist und dann Minas Morgul hieß, wurde in Minas Tirith umbenannt. Minas Tirith, wissen wir, ist die Hauptstadt von Gondor, ist der Weiße Turm. Und, dort sind jedenfalls 7 der 9 Ringgeister gewesen. 2 sind in Dol Guldur gewesen, die Festung im Düsterwald, die man auch aus den Hobbit-Filmen kennt. Und die haben sich auf der Ebene von Kellebrand vereinigt, haben sich dort getroffen. Und ich weiß nicht, wie die 2 aus Dol Guldur über den Anduin übergesetzt haben. Denn eigentlich haben die Ringgeister ein bisschen Angst vor Wasser. Aber naja, gut, egal. Jedenfalls haben die sich dort vereinigt und sind von da aus dann gemeinsam ins Auenland aufgebrochen. Und hier möchte ich mal kurz zeigen. Ich möchte dazu sagen, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe die höchsten Detailgrade eingestellt und das hier ist was, das es nur mit DirectX 11 gibt. Diese Wassereffekte.
Dafür, dass das Spiel schon so alt ist, wurde im Nachhinein erst hinzugefügt, muss ich dazu sagen. Sieht das ziemlich cool aus. Diese Spiegelung des Wassers ist allerdings nur beim ruhenden Wasser so. Und das ist, finde ich, auch der Effekt, der die schönsten Bilder im ganzen Spiel verursacht. Da werden wir noch schöne Stellen sehen, finde ich, damit, die richtig cool aussehen und richtig idyllisch auch. Das ruhende Wasser spiegelt wunderschön die Umgebung wieder und damit sieht es richtig stark aus, finde ich. So, aber wir sind angekommen bei der Jagdhütte. Wir schauen mal kurz auf die Karte hier oben im Nordosten. Das ist die letzte Ecke, in der es noch was, in der es noch freundlich gesinnte Leute für uns gibt, in der wir noch nicht waren. Hier unten war ich schon gerade eben, als ich die Toten gesucht habe von Schößlingshof, aber ihr wart da noch nicht. Da werden wir aber gleich noch hin aufbrechen, wenn ich mich nicht ganz stark irre.